Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinem Dragonfly Unpacking für den Oktober. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, erkläre ich dir kurz, was ich hier mache. Ich bin Dragonfly Botschafterin. Dragonfly ist ein Kinder- und Jugendbuchverlag von HarperCollins. Und ich kriege jeden Monat ein Päckchen mit den Neuerscheinungen für den jeweiligen Monat. Und dieses Päckchen kann ich dann im Anschluss an dich verlosen. Heißt, du hast auch noch etwas davon, wenn du Lust hast mitzumachen. Teilnahmebedingungen findest du wie immer in der Infobox. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Unpacking und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Das Erste, was mir ins Auge springt, ist wie immer ein handgeschriebener Zettel von Katrin und sie schreibt: Liebe Lena, im Oktober erscheinen einige tolle Titel bei uns. Unter anderem freue ich mich sehr auf die beiden Bücher von Charlotte Habersack. Die zeige ich dir gleich. Mein ganz persönlicher Favorit ist allerdings das Jugendbuch Ein Himmel aus Gold. Ich hoffe, es wird dir auch so gut gefallen. Liebe Grüße, Katrin. Und du weißt, dass ja auch in diesen Paketen, zumindest wenn du die letzten Videos gesehen hast, auch immer noch eine kleine Besonderheit drin ist. Diesmal ist es ein Nagellack. Er ist hier drin und ich hole ihn mal raus. Es ist ein goldener Nagellack von Catrice und ich glaube, dass das nicht zufällig ausgewählt wurde, sondern dass das mit diesem Buch zu tun hat. Ein Himmel aus Gold von Laura Wood. Hier geht es um Lou, ein 17-jähriges Mädchen, was immer an einem leerstehenden Haus vorbeiläuft. Es ist ein sehr großes und herrschaftliches leerstehendes Haus, wo auch eine Bibliothek mit drin ist. Und dort schleicht sie sich immer wieder rein, um zu lesen. Dort wird sie aber eines Tages von den Besitzern erwischt. Das sind die Geschwister Robert und Caitlin. Wahrscheinlich ist das Haus von ihren Eltern. Ich weiß es noch nicht, ich habe das Buch nicht gelesen. Und so freunden sich diese drei auch an. Und diese beiden reichen Geschwister nehmen Lou eben auch mit zu ein paar Festen. Und Lou merkt, dass sie immer und immer wieder dem Charme von Robert oder Robert erliegt. Und sie fragt sich aber natürlich, ob so ein reicher Kerl eigentlich überhaupt Gefallen an ihr finden kann, ob er die Gefühle erwidert und so weiter und so fort. Das entnehme ich alles dem Klappentext. Ich finde das Cover schon mal sehr, sehr schön. Du weißt, dass ich ja so Schimmernagellack liebe, habe ich eigentlich immer drauf, vor allem auch Gold. Deswegen bin ich, ja, sehr davon begeistert. Dann heißt er auch noch Secret Adoration. Passt also perfekt. Das ist jedenfalls das erste Buch, was ich hier aus diesem Paket gezaubert habe. Jetzt schaue ich mal, was hier noch so drin ist. Hier sind die beiden Bücher von Charlotte Habersack, die Katrin in ihrem Begrüßungstext schon erwähnt hat. Das ist Band 1, gibt es für 5 Euro zum Einführungspreis, steht hier drauf. 5 Euro kannst du nichts sagen. Und das ist so ab 9 Jahren empfohlen. Hier geht es um Ben und Ben will einfach nur cool sein. Das ist sein Ziel. Aber der Anführer der Klasse, naja, der spielt da nicht so ganz mit. Und Ben behauptet dann irgendwann, dass sein Vater Kranführer ist und voll cool und so weiter und so fort. Und der Anführer der Klasse, wie heißt der nochmal? Leon heißt der. Der möchte einen Beweis sehen. Denn man kann ja viel erzählen. Dann ist es so, dass ein Feuer ausbricht und Ben ein bisschen beweisen muss, dass er eben ein cooler Typ ist und ein Held und so weiter und so fort. Darum geht es in dieser Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich eine schöne Geschichte einfach wirklich für jüngere Kinder ist. Falls du also 9-Jährigen zu Hause hast oder eine 9-Jährige, ist ja für beide was. Vielleicht dieses Buch. In Echte Helden von Charlotte Habersack geht es um andere Kinder. Es geht nämlich um Luis, Alexander und Orkan. Luis möchte einfach nur, dass Alexander und Orkan ihn in Ruhe lassen. Er geht mit ihnen einen Deal ein, dass sie sich nachts auf einem Schrottplatz treffen und er weiß eigentlich gar nicht, was er da soll. Und es ist dann so, dass ein Staudamm bricht und eine ziemliche Katastrophe. Mann, ist mal passend, wie hier irgendwas kaputt geht, wenn ich von Katastrophen spreche. Dass eine ziemliche Katastrophe auf sie hereinbricht. Und so muss Luis jetzt beweisen, dass er eben ein Held ist. Er muss zeigen, was in ihm steckt. Auch empfohlen ab 9 Jahre. Hört sich doch ganz gut an, wa? Ein Buch, auf das ich mich schon sehr gefreut habe und von dem ich wusste, dass es in diesem Päckchen ist, ist die Addams Family. Das ist einfach das Buch zum Film, denn es wurde neu verfilmt mit diesen Figuren. Ich zeig dir das mal hier so ein bisschen. Vermutlich kennst du die Addams Family, falls nicht, erzähle ich dir ein bisschen, worum es geht. Es geht einfach um die Familie Addams, wie der Name schon verrät. Und es geht darum, dass die Familie eben ein bisschen anders ist als vielleicht normale Familien. Es kommt eine Reality-TV-Reporterin dazu und wie soll ich sagen, die Addams Family merkt dann relativ schnell, dass die Welt da draußen ziemlich schaurig und gruselig ist und nicht unbedingt begeistert von Leuten, die einfach ein bisschen anders sind als die Norm. Da sind so süße Bilder drin, wirklich. Ich muss mal da hinblättern und dir das mal zeigen. Es sind halt einfach wirklich Bilder aus dem Film. Siehst du das? Kannst du das sehen? Nur sage doch, kannst du das sehen? Guck mal hier.
Ich will auch den Film unbedingt gucken gehen. Warte. Parker sagt, sie unterstreicht mein Lächeln. Wednesday, du hast kein Lächeln. Ach, ich find's einfach nur süß. Also, was soll ich dazu noch großartig sagen? Und zu guter Letzt ist noch ein Buch in dem Paket, was sich um die Weihnachtszeit dreht, was ich sehr schön finde, denn ich freue mich sehr, sehr, sehr doll auf die Weihnachtszeit. Es ist die Van der Beekers Retten Weihnachten von Carina Jan Glaser. Hier geht es darum, dass in 4 Tagen Weihnachten ist und die Familie Van der Beeker sich darauf sehr, sehr, sehr doll freut. Sie wollen Plätzchen backen, Weihnachtslieder hören, einfach diese magische Zeit des Jahres genießen und dann wird ihnen der Mietvertrag gekündigt. Und sie denken sich so, oh mein Gott, wo sollen wir nur hin? Zum Glück ist es so, dass die 5 Geschwister von dieser Familie sehr beliebt sind in der Nachbarschaft und natürlich schauen, wie sie irgendwie die ganze Situation noch retten können. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ist empfohlen ab 8 Jahre. Ich finde schon, dieses Cover sieht irgendwie so magisch und toll aus. Ich denke, das ist was ist, was man wahrscheinlich auch als Erwachsener, so wie ich es bin, ja, ich bin erwachsen, einfach mal an einem Nachmittag vielleicht lesen kann. Die Schrift ist natürlich relativ groß, denn das Buch ist ja eigentlich eher für jüngere Leute gedacht als mich. Um genau zu sein, bin ich 28 und das Buch ist ab 8 empfohlen, aber ist egal. Es hat ein Lesebändchen, sehe ich gerade. Es hat ein Lesebändchen. Ich liebe Lesebändchen und dann ist es noch rot. Also mehr kann man wirklich nicht erwarten. Ich finde es süß. Es hört sich sehr süß an. Ich bin gespannt darauf, es zu erkunden. Und vor allem bin ich mal wieder froh, dass ich dieses Paket auch an dich verlosen kann. Denn die letzten beiden Gewinner haben sich doch sehr gefreut und das finde ich sehr, sehr schön. Schreib mir dazu einfach, wie immer, in die Kommentare mit wem du mit diesem Päckchen eine Freude machen würdest. Selbst wenn es du selber bist, ist egal, einfach nur reinschreiben, wem du dieses Päckchen gerne geben möchtest. Ich lose dann wie immer aus und benachrichtige den Gewinner hier in den Kommentaren. Und ich hoffe, bei diesem Unpacking war vielleicht für dich etwas dabei, was du für dich entdecken konntest. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!